Unten. Esszimmer. Gegen Gift. Gut. Da, 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 da. Hier gibt es mit Sicherheit noch irgendwas. Ich wusste es. Also, Wache, sag mal, was steht an? Hey, Layla, wirst du heute hier speisen? Ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. Ich muss noch mit dem König sprechen. Ja, ich würde gerne speisen. Gegenstand erhalten. So. Okay, na toll, noch ein Riesenteil eines Schlosses, den ich erforschen darf und ausbeuten. Ah. Ich bin doch eine Etage oben, oder? Ja. Patrouille, sag mal was. Keine Zeit, ich patrouilliere. Okay, sehe ich, dass du da irgendwie hin und her rennst. Dab, dab. Ich muss gerade mal was gucken. So. Hat sich erledigt. Also der Sound ist bei mir gerade eben irgendwie so leise, dass ich nichts höre. Vielleicht ist das auch nur bei mir so. Hey, ich kann meinen Umhang durch die Wand sehen. Stoppt. Okay, 683 Kronen. Also noch mal einen kleinen Betrag mehr und ich bin schon bei 21.000. Einen blauen Stein. Also nur in diesem Schloss hier dürften 30 bis 40 Teile versteckt sein. Hey Priester, was machst du denn hier? Lange nicht gesehen. Aus dem Weg, ich muss das hier durchsuchen. Aus dem Weg, hier komme ich. Drin in Rüstung war bisher nichts, nie was, also gucke ich auch nicht weiter rein. Okay, hier, hier, gut, nichts. Und darunter ein bisschen wenig Kronkorken. Und ja, aus dem Weg. Hier geht's jetzt, ich hoffe mal, zum König oder zu einer Schatzkammer. Batsch, batsch, so. Hier, hier, hier. Pop. Nochmal ein bisschen Cash. Immer her mit dem Geld. Und mit den Items. Alle sind brauchbar. Hallo König Dutan. Du König im ausnahmsweise mal blauen Mantel. So. Ja, da bin ich, Eure Majestät. Ja, das sehe ich. Ich, General Layla, ich benötige eure Hilfe. Wie ihr sicher wisst, ist die Truhe seit 20 Jahren in unserem Besitz. Einer meiner Berater meinte, dass die Sicherheit der Truhe gefährdet sei. Ich möchte nun also, dass du dich um den Schutz der Truhe kümmerst. Du sollst alles niedermetzeln, was der Truhe zu nahe kommt. Nette Wortwahl, König. Ihr könnt euch auf mich verlassen, Eure Hoheit. Das weiß ich. Ich möchte, dass ihr die Truhe, verlegt wird. Bringt sie ins Grab der Könige. Dort werdet ihr euer Lager aufschlagen. Sehr gerne. Wir brechen sofort auf. Dein Team wartet bereits. Viel Glück. Okay. Da hat's den guten glatt umgehauen. Ich hoffe, er kommt wieder hoch. Der arme Kerl ist jetzt schon in den letzten Tagen oft zusammengebrochen. Einmal? Ich glaube, da ist das zweite Mal, dass er zusammengebrochen ist, oder? Er wird das schon verkraften. Man stirbt ja auch nicht jeden Tag, oder? Ihr habt recht, und ich bin noch nicht dazu gekommen, mich bei euch zu bedanken. Seit wann ist er denn wieder wach? Ohne euch würde ich immer noch
vor mich hingammeln. Und der Geist hat mir verraten, was ich tun soll. Ich soll die Truhe finden, die der Geist benutzt hat, um die Monster einzusperren. Da kommt ja Leben in die Bude. Wo soll die Truhe denn sein? Es sagte mir, dass die Behörden sie haben. Das heißt, dass die Truhe auf einem der Schlösser des Königs ist. Der König besitzt 3 Schlösser und eines davon wird die Truhe beinhalten. Ich nehme an, dass wir dieses Schloss hier als Quartier benutzen können. Ich denke schon, dieses Schloss wird ja nicht mehr bewohnt. Also, wieso hat der König das Schloss dann nicht beschlagnahmt und dies nochmal? Egal. Ich meine, wenn das schon eingesammelt hat und das Schloss unbewohnt ist, dann schnappt man sich's doch. Genau wie wir. Also, fahren wir zum nächsten Schloss? Ja, ich denke schon. Lass uns aufbrechen, wenn Ellen wieder fit ist. Keine Panik, ich werde mich auf der Überfahrt ausruhen. Und zur nächsten Insel. Und wohin geht's? Wenn ich mir so gucke, sieht das irgendwie aus, als würde ich auf die kleine Insel dort oben schippern, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Eine Insel mit 3 Schlössern gibt's hier nicht, wenn ich richtig sehe. Gehe mal davon aus, dass ich zu... Boah, schon wieder speichern? Schloss Nummer... M. Bingo, Volltreffer und erster Schuss versenkt. Gleich beim richtigen Schloss gelandet. Und trotzdem habe ich... Halt, das wollte ich nicht. Ich habe trotzdem ein mieses Gefühl und... Da unten war ein Waffenladen, da unten war eine Stadt. Ich gucke mich erstmal da unten um. Weil ich meine, 2 Neuen im Team sollten auch ein bisschen neue Ausrüstung bekommen. Habe ich auch Interesse, das Schloss zu, die Stadt zu durchsuchen? Nee, das mache ich später. Ich will jetzt lieber wissen, wie storymäßig weiter. Nur ein Lederschild? Dann her mit dem Schild. Aber der Laden sieht ein bisschen leer aus. Schon alles, was es dort abgreifen konnte. Also geht's jetzt gleich in Richtung Schloss. Schloss Genando. Und da ich hier schon alles ausgebeutet habe, kann ich mich auch gleich auf den Weg nach da oben machen. Und der Typ glaubt mir nicht, dass ich eine Fee gesehen habe. Wo hast du denn eine gesehen? Nun ja, also das ist geheim. Ich musste der Fee versprechen, nichts zu sagen. Ja, sicher. Komm, gehen wir. Der Typ glaubt, eine Fee gesehen zu haben. Ich sag, der hat nur eine geraucht. Schwer zu sagen. Eine königliche Wache und nur Schrott im Kopf. Also, Leute, ich bin mir sicher, dass es hier irgendwo in der Nähe einen Geheimort gibt, wo eine Fee ist. Vielleicht werde ich nachher mal nachschauen, aber jetzt gucke ich hier erstmal weiter. Sag mal, es ging auch was mit Questlog. Steht da was Neues drin? Okay, Truhe. Nebenaufgaben habe ich nichts. Hallo, Priester. Hey, könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich benötige 4 rote Steine. Könnt ihr die vielleicht besorgen? So, hey, so gut wie erledigt. Und, habt ihr meine 4 roten Steine schon? Ja, hier sind sie. Hab sie schon lange gefunden, bevor du noch gefragt hast. 500 Erfahrungspunkte erhalten. Und 1000 Kronen. Gut, vielen Dank nochmal für die Hilfe. Wir helfen doch gerne. Gut, Nebenquest erledigt. Was ich an dem Schloss mag, ist, dass es so schön groß ist. Ja, so hat man mehr Spielraum, um zu kämpfen. Nun ja, daran habe ich jetzt nun weniger gedacht. Mehr, dass man so gut vor seinem Vorgesetzten davonlaufen kann. Ja, das ist sicher auch ein Grund. Ja, das ist ein interessanter Aspekt, wenn man es so rausliegt. Hi, Hauptmann. Hey, ich habe eine Aufgabe für euch. Will ich die überhaupt erledigen? Im Wald in der Nähe von Eden
ist ein Monster aufgetaucht. Wenn ihr es besiegt, bekommt ihr eine Belohnung. Dann danke, nein, danke sehr oder knick, knack, Ärmchen ab. Noch nie gehört, aber lustiges Sprichwort, muss ich sagen. Nein, wir haben es noch nicht besiegt. Du kannst erst zum König, wenn du deine Treue zu ihm bewiesen hast. Okay, aber da hätte er wenigstens davor eine kleine Einführung geben können, oder? Und das Mädchen war davor noch nicht da. Hallo, was wollt ihr hier? Wir sehen uns bloß etwas um. Hässliche Frau! Genau. Oh Gott. Na schön, aber ich hab ein Auge auf euch. Du meinst wohl eher vier. Oh Gott, ich sehe schon. Alex wird der Typ, der wieder mal laufend die Klappe aufmacht und irgendeinen Scheiß labern muss. Keine Zeit, ich patrouilliere.